Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung. Aufgrund meiner hervorragenden Leistungen in allen Bereichen meines Lebens bin ich wieder befugt, hier die Vorlesung der höheren Mathematik zu halten. Und wir beschäftigen uns heute mal mit der voluminösen Ungleichung nach Frascosken. Ja, die voluminöse Ungleichung. Und die sagt jetzt Folgendes: Wenn ich das Volumen nehme von einem rechteckigen Einachskoordinatenaeder, dann ist das kleiner oder gleich dem Volumen einer Kugel eingesperrt in einem Käfig, über dem ein Dreieck sitzt und ein Kaninchen scheißt. Das ist jetzt hier diese voluminöse Ungleichung nach Frascosken. Und man kann das natürlich jetzt zeigen, ne? Also das Volumen von, was war das hier? Ach ja, genau, ein rechteckiger Einachskoordinatenaeder. Da ist ja das Volumen einfach a mal die Wurzel aus b Quadrat hoch c mal c minus c plus 8. Ist ja klar, hat ja 8 Ecken und alles. Und das soll jetzt kleiner sein, diesem Kaninchen, und also das ist ja einfach nur 5. Ja, schön wär's, ne? Hoch dem Volumen von dem Rechteck mal dem Volumen von dem Kreis runtergestellt minus x hoch 7. Und dieses runtergestellt, das hatten wir ja mal irgendwann mal behandelt im Vorkurs, müssen Sie wissen. Und man kann natürlich hier sehen, dass wenn ich jetzt hier einfach quadriere, und zwar mit der Lösung, dass dann hier rauskommt, 1 ist kleiner gleich 2, und das ist ja in den meisten Fällen richtig. Ne? Voluminöse Ungleichung nach Frascosken. Gut.